Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Anwesende, mit Interesse habe ich die Rede meines Vorredners gehört. Ich habe noch einige Fragen an ihn. Das war eine sehr interessante und sehr aufschlussreiche Rede. Doch zuerst ist mir ganz entfallen, wie lange denn eigentlich diese neuen Lehrer aus den verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Verwaltung und der Politik eigentlich bei uns bleiben sollen. Denn das ist sehr wichtig. Weiterhin sagte er, dass das Schulkonzept eine neue Reform braucht. Das stimmt. Doch braucht es auch wirklich neue Lehrer? Muss man nicht eher die ganze Art des Unterrichts verändern? Ich denke, das müsste man noch einmal genauer diskutieren. Vielleicht ging es einfach darum, vielleicht den Unterricht besser zu gestalten. Dass die Lehrer an sich schlecht sind, das würde ich hierbei bezweifeln. Weiterhin sagte er, dass Vertreter aus diesen Bereichen eine engere Verbindung zwischen Schule und Universität hervorbringen würden. Das stimmt. Aber stellen wir uns doch mal vor, so ein großer Wirtschaftsboss, sagen wir doch mal von Siemens, der würde jetzt in einer Schule unterrichten. Nun, der hat doch bestimmt auch eigentlich nur das im Sinn, nämlich, dass die Schüler, die Guten, bei ihm arbeiten. Deswegen wird er wahrscheinlich auch ihnen ein Dualstudium bei sich vorschlagen und vielleicht gar keine objektive Entscheidung geben. Dann hat mir vorhin noch etwas ganz Wichtiges gesagt, nämlich den Satz, der Lehrer prägt die Schüler. Und da sind wir schon nämlich beim Thema. Es ist so, dass diese Vertreter aus den Bereichen doch eigentlich gar keine richtige pädagogische Ausbildung haben. Ja, sie wissen sehr viel über ihr Fach, sie kommen aus der Branche, aber ein richtiger Lehrer, der hat das doch studiert, der weiß, wie er mit den Kindern umgeht. Lehrer, das ist doch mehr als nur Wissensvermitteln, das ist doch mit Kindern arbeiten, das ist die Liebe am Wissensvermitteln, das ist auch die Liebe zu Kindern. So meine ich, ich weiß das, meine Mutter ist selber Lehrerin. Und deswegen denke ich, allein das reicht schon, um so etwas zu verbieten, das möchte ich nicht. Dann weiterhin sagt noch mein Vorredner, dass sie ständig neue Sachen und modernes Wissen mitbringen würden, diese Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Verwaltung. Aber das machen Lehrer doch auch. Auch Lehrer gehen doch auf Weiterbildung. Auch Lehrer eignen sich stetig neues Wissen an. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch im Lehrplan von den Lehrern sehr voll ist und sie einfach aufpassen müssen, wo sie da neues Wissen mit hineinbringen können. Ich komme nun noch zu meinen anderen Punkten. Das ist einmal der Kontakt zu Schülern, das gegenseitige Verständnis und noch die fachliche Inkompetenz. Kommen wir mal zu dem Kontakt zu den Schülern. Ich meine, stellen wir uns doch mal vor, da kommen Lehrer, die sind nur 3 Monate da und dann gehen sie wieder. Aber das geht doch nicht. Oh, Entschuldigung. Ja. Sie meinten vorhin, Sie wollen was verbieten. Was denn genau? In welchem Zusammenhang nochmal bitte? Ich möchte verbieten natürlich, dass Vertreter aus Verwaltung, Wissenschaft und Politik an die Schulen kommen. Das wollte ich damit sagen. Um nochmal zurückzukommen, der Kontakt zu Schülern ist sehr wichtig. Aber wenn, sagen wir mal, nach 3 Monaten immer die Lehrer wechseln, wie soll denn dann ein Kontakt zwischen Lehrer und Schüler entstehen? Wie soll denn dann vielleicht auch so etwas wie gegenseitiges Verständnis oder vielleicht sogar etwas wie Freundschaft, natürlich in anderem Sinne als zu Gleichaltrigen, entstehen? Gleichzeitig ist das gegenseitige Verständnis auch sehr wichtig. Da steht nun also ein Professor aus der Wissenschaft vor den Schülern und redet. Aber sie verstehen es gar nicht, weil er ist eigentlich, auf Deutsch gesagt, ein Fachidiot. Er weiß alles über ein gewisses Thema, aber er kann es den Schülern nicht so erklären, dass sie es wissen, dass sie es verstehen. Das kann ein anderer Lehrer wirklich, wirklich viel, viel besser. Nicht zuletzt möchte ich noch zur fachlichen Inkompetenz kommen. Es ist ja so, dass jemand, nur weil er aus der Branche kommt, das nicht heißt, dass er auch alles darüber weiß. Nehmen wir mal jemanden aus dem Bundestag, der weiß vielleicht alles über die Fraktion, die er anhört und über die Funktion des Bundestages. Aber weiß er auch etwas generell über den Bereich der Politik? Weiß er etwas über internationale Politik? Das möchte ich hier nochmal in den Raum stellen. Und ich persönlich glaube, das weiß er eben nicht. Er ist eben auch nur einseitig gebildet. All diese Argumente, denke ich, sollten aufgezeigt haben, dass es viel besser ist, wenn man das ganze Konzept so beibehält, wie es ist. Denn wichtig ist erstmal die pädagogische Ausbildung, dann der Kontakt der Lehrer zu den Schülern, das gegenseitige Verständnis
und die fachliche Inkompetenz, die eventuell bei einigen Personen gegeben ist. Und deswegen müssen wir diesen Antrag ablehnen. Dankeschön.